Patch 5.01 in Valorant steht vor der Tür und damit kommt eine neue Funktion, eine neue Mechanik ins Spiel, welche einigen Low-Elo- sowie auch Mid-Elo-Spielern auf jeden Fall eine riesige Freude bereiten wird. Mit 5.01 kommen natürlich einige Änderungen, des Weiteren werden Agents angepasst, gebufft, genervt, wie zum Beispiel Phoenix, Kayo und so weiter. Aber darum soll es in diesem Video gar nicht gehen, denn Valorant hat in den 5.01 Patch-Notes schon angekündigt, dass eine neue Anti-Smurf-Protection in das Spiel kommen wird. Und ab wann das hier in Deutschland ist, wie das Ganze funktioniert und was das für dich als Valorant-Spieler heißt, das erkläre ich dir jetzt im Laufe des Videos. Im Großen und Ganzen geht es erstmal darum, Smurfs, also auch neue Valorant-Accounts, so schnell wie möglich mit ähnlich starken, ähnlich guten Spielern in den Lobbys zusammenzuwürfeln. Klingt natürlich erstmal logisch und auch irgendwie selbstverständlich. Ihr seht jetzt im Hintergrund schon mal den ersten Screenshot, den ich euch heute im Video zeige. Und wie ihr es natürlich unschwer erkennen könnt, steht dahinter erstmal in Klammern nur Nordamerika. Das heißt, so viel wie das ganze System wird erstmal nur in Nordamerika getestet, bevor es hier, ich sag mal, nach Europa oder sonst wohin kommt. Ihr könnt es ja auch im Screenshot erkennen. Es steht drin, dass die neue Smurf Detection so gemacht ist, dass wirklich neue Spieler, also wirklich auch alle neuen Accounts, so schnell wie möglich und auch viel schneller als zuvor gegen Spieler spielen oder auch in Lobbys, sage ich mal, gematcht werden mit Spielern auf ihren Skill-Level. Das heißt, ich sage mal, das ganze Skill-Based Matchmaking wird und soll ab sofort noch viel besser, effektiver und noch schneller funktionieren, sodass Leute, die sich einen Smurf-Account machen, ich sage mal, nur eine, maximal zwei Runden auf Low-Elo spielen können, bis dann die Smurf-Detection merkt, dass er doch ein bisschen höheren Skill hat, ein besserer Spieler ist und den Spieler direkt in bessere und stärkere, höhere Elos, wie auch immer man es sagen will, wirft. Hier habe ich nochmal einen weiteren Screenshot für euch, wo das Ganze nochmal ein bisschen aufgeschlüsselter dasteht und dazu nochmal ein, zwei weitere Infos. Hier steht auch nochmal geschrieben, neues Update bei den Gameplay-Systems, News Smurf Detection, in Klammern, nur Nordamerika. Unten drunter steht auch nochmal geschrieben, dass das Ganze, wie eben schon gesagt, erstmal nur in Nordamerika getestet wird, bis das Ganze wirklich gut funktioniert und auch wirklich so funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Die Testphase des neuen Systems beginnt jetzt schon ab dieser Woche, seit gestern, ab dem 11. Juli. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das ganze System sich machen wird und ob es wirklich funktionieren wird und dann natürlich auch für den Rest der Welt, ich sage mal, noch angeboten wird. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das ganze Update findet und ob ihr denkt, dass das Zukunft hat und auch wirklich funktionieren könnte. Und dann soll es auch schon gewesen sein mit dem Video, Freunde. Wenn es euch gefallen hat und wenn ich euch das ein bisschen näher bringen konnte, lasst doch gerne ein Like da und ein kostenloses Abo, falls du neu auf dem Kanal bist. Somit verpasst du auch kein zukünftiges Video mehr von mir. Und dabei danke ich mich fürs zu Ende schauen, Freunde. Checkt gerne meine anderen Socials ab und kommt meinem Stream vorbei. Und dann hören wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream.